Okay, das ist Teil 2, praktischer Teil für die Rückführung. Wir beginnen jetzt gleich. Sitz dich bequem oder leg dich hin, aber versuche nicht einzuschlafen, sondern du wirst mit mir zusammen eine Reise machen. Ich mache das für mich und es ist in Form, ich gehe, ist genau angebracht für dich. Ganz einfach, ganz entspannt. Augen schließen wir. Ich schließe meine Augen auch, dass ich tiefer in mir nach innen gehen kann. Okay, beginnen jetzt. Atme tief ein und aus. Und ich atme so tief, bis mein Atem erreicht meine Bauchhöhle. Mein Bauch bewegt sich. Ich atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Jetzt beginnt mein Atem noch tiefer sich versetzen. Mein Atem fließt in Beine. Der Atem fließt ganz tief zu meiner Fußspitze. Das fließt über die Knie, entspannt Oberschenkel, Knie, Waden, Füße. Ich fühle die Erdung jetzt. Mein Schulter fällt nach unten, meine Arme auch. Meine Atemenergie befüllt auch diesen Teil meines Körpers. Mein Körper ist jetzt entspannt. Die Schulter wird weicher, entspannender. Hals wird weicher, wärmer. Der ganze Körper wird jetzt um 2 Grad erwärmt. Auch die Energie und Atem fließt jetzt in meinen Kopf. Und entspannt Gesicht, Muskulatur. Haarwurzeln würden jetzt entspannt und versorgt mit Blut. Die Kopfhaut wird wärmer. Ein kleines Lächeln entsteht. Ich atme weiter, entspannender. Ich bin jetzt in meinen Körper angekommen. Komplett in jeder meiner Zelle. Ich bin eine Seele, vollkommene göttliche Seele. Und ich bin hier und kann meinen Körper gestalten, so wie ich das möchte. Auch mein Verstand kann ich jetzt beobachten. Und ich beobachte alle meine Gedanken. Was ist da noch, dreht sich im Kopf? Und lasse einfach das jetzt Ruhe, weil ich es kann. Mein Kopf ist komplett leer, entspannt. Und ich prüfe nochmal den ganzen Körper, ob es ist alles entspannt ist. Es fühlt sich gut, weich, entspannt zu sein. Und jetzt gehe ich in mein Herz. In der Mitte meiner Brust befindet sich auch energetische Quelle. Und ich gehe genau dorthin. Und bewusst erweitere diese Energie meines Herzens. Ich fühle die Wärme aus dem Brust, welche dehnt sich, dehnt sich, dehnt sich, dehnt sich weiter und weiter und weiter und weiter. Es fühlt sich richtig gut, aber es dehnt sich auch nach innen, tief nach innen. Und es wird riesig groß. Und diese Energie des Herzens, Liebe, Urliebe, füllt jetzt auch alle Zellen und meine Körper
speichert alle Informationen, welche ich hier erlebt habe. Ich kann jederzeit auch aus jeder einzelnen Zelle meines Körpers alles abrufen, wenn ich das möchte. Und ich bin bereit jetzt, mich zurückzuführen, selbst auf den Ort, da wo ich irgendwann erste Mal Verletzung gehabt und erlebt habe, Angst. Angst. Ich weiß nicht, welche Angst es das war, aber ich gehe jetzt. Und das Angst, verraten zu sein, sagt mir meine Intuition. Und ich sehe mich im Einzimmer, ganz klein, 2 Jahre Maximum, vielleicht noch jünger, ganz alleine. Ich bin ganz alleine hier, fühle niemanden um mich herum. Ich bin hell, ganz leuchtend, weiße Körper, weiße Body, blonde Haare, strahlende Augen. Und dann beginne ich weinen plötzlich. Wieso weine ich jetzt, frage ich mich selbst. Es hat mich etwas erschrocken. Es irgendetwas aus rechte Eck den Zimmer nähert sich zu mir. Etwas Dunkles. Wie ist das oder was ist das? Ich kann es erkennen. Es ist eine Seele. Es kann auch Mensch sein. Ist das ein Mensch, welcher da gewesen und hinterlassen etwas? Ja, es war eine alte Dame in unserem Wohnung. Die hat etwas Böses da hinterlassen. Absicht. Und ich möchte gern zu meinen Mama und Papa, aber die sind nicht da. Und dann spüre ich plötzlich dieses Gefühl Anwesenheit, diesen Moment, da war die Frau da gewesen, in unserem Wohnung. Und ich war am Arm meiner Mama, der Papa war in die Nähe und das war Tante von meinem Vater. Und die Tante wollte mich nehmen, ich wollte es nicht. Meine Mama hat einfach mich weitergegeben. Und ich fühle, wie ich weine und versuche, Mama festzuhalten. Aber sie gibt mir die Frau. Und ich beginne richtig schreien in diesem Moment. Und die Frau sagt, böses Kind. Böses Kind. Und endlich, meine Mama nimmt mich zurück, aber dieses Moment ist schmerzhaft für mich. Die Papa lacht, sagt, oh, die etwas hat gespürt, ihr hat nicht gefallen, aber er lacht aus, diese Situation. Und meine Mama grinst auch. Und nicht mich beruhigt, sondern steht er zu der Tante. Sie sagt etwas zu ihr, ich weiß nicht wer, was, aber sie sagt es. Und mein Gefühl, ich hat niemand wahrgenommen. Und ich spüre, dass in meinem Leben oft waren meine Gefühle nicht wahrgenommen. Einfach verraten. Ich war wie unsichtbar in meinem Gefühl und ich habe Angst davor, Gefühle zu zeigen, weil diese nicht gesehen waren. Und jetzt frage ich mich, ob ich es weiterleben möchte oder ich zeige meine Gefühle.
Gefühle. Ich spreche über meine Gefühle und spreche auch über Gefühle vom anderen, jetzt. Und das will ich aus ganzem Herzen. Ich spüre diese Bereitschaft jetzt schon. Und ich lasse die Liebe meines Herzens in diesem Moment fließen, da wo wir alle drei, vier stehen, Tante auch da, und transformiere es in Liebe. Ich danke für diese Erfahrung. Die Tante darf gehen. Und plötzlich die Ecke im Zimmer wird ganz, ganz hell. Und ich sehe mich wieder, wie ich da sitze, spiele, und der Raum ist hell. Komplett hell wie ich. Nicht nur ich leuchte, sondern alles leuchtet um mich herum. Und es gibt mir sehr starke Gefühl, Vertrauen, Geborgenheit. Es ist angenehm. Und ich gehe jetzt langsam wieder zurück. Im Hier und Jetzt. Öffne meine Augen langsam. Und bleibe noch in diesem Zustand. So, meine Liebe. Und jetzt noch ein paar Wörter dazu. Das war Beispiel. Ich habe das natürlich auch erlebt. Und sag mal so, Zeit und Raum existiert nicht. Rückführend bedeutet, dass die Themen sind immer hier anwesend. Und du kannst sie gleichzeitig sofort alle abrufen, wenn es Bedürfnis ist da. Und sofort auflösen, weil Zeit und Raum gibt es nicht. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, gibt es nur jetzt, diesen Moment, Gegenwart. Also, du kannst es, du kannst das sehr, sehr leicht und du wirst erleben, Effekt wird die Gänsehaut stehen oder totale Ausweiterung deines Herzens. Du wirst es fühlen, dass du das getan hast für dich und das tut wirklich ganz gut, befreien und mehr Vertrauen in sich selbst zu wiederzufinden. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen viel Glück und viel Erfolg mit eurem Rückführen. Alles Gute.